mein Name ist Tom und das ist TomTour. Ich bewege mich gerade zum ersten Mal zu meinem Abonnententreffen sozusagen. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin mega gespannt drauf, ob überhaupt wer da ist. Ich bin zu früh dran, weil kein Verkehr war. Ich dachte, dass irgendwie mehr Verkehr ist. Und ja, wir werden es gleich sehen. Und ich stelle mich jetzt in Schatten, vor allem ich bin im Leder unterwegs. Weil ich mir dachte so, yo, Leder wäre vielleicht das Schlauere. Und mal schauen, wer alles da ist, ob wer da ist oder ob ich komplett alleine da bin. Wir werden es jetzt herausfinden. Ich bin mal gespannt, jetzt fahren wir nach rechts. Vor allem ich möchte unbedingt im Schatten stehen. Ich habe keine Lust, da richtig derbe in der Sonne zu brellen. Ah, da drüben schaut es gut aus. Da drüben stehen einige Biker. Oh, mehr als ich erwartet habe. Lel. Sind ja doch ein paar Dudes. Das scheint auf jeden Fall wer da zu sein von denen. Oh, sind doch ein paar mehr. Hallo, grüß euch. Ja. So viel Leid, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Österreichische Motorvlogger treffen. Ich war noch vor Live on Two Wheels da. Also hey, Alex, grüße den raus an dich. Wir waren lustigerweise richtig viele Leute. Ich habe mir so gedacht, wir sind so 2-3 Leute. Aber dann waren es doch einige mehr, als ich erwartet hätte. So, und wir fahren jetzt noch alle tanken und dann fahren wir eine kleine Mühlviertelrunde. Und wir fahren da vorne aussehen, um das Haus rum, damit wir nicht gegen die Einbahn fahren. Da vorne, da fahren wir aussehen, damit wir nicht gegen die Einbahn. Ich dachte mir nicht, dass so viele kommen. Mega witzig. Und echt gute Unterhaltung, also Grüße gehen an alle raus, die da waren. Hat mich richtig gefreut. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Leute kommen. Mega cool. Ich bin noch voll geflasht davon, weil irgendwie, es war alles da. Alle Motorradmarken waren vertreten oder ziemlich viele waren vertreten. Und dafür, dass wir in einer Stadt sind mit 200.000 Einwohnern, so viele Leute. Lil. Im Rückspiegel auch, einige sind da. Einige mit 50 Kubikmobils waren da. Alles Mögliche war da. Also ziemlich cool. Ich muss noch hinkriegen, dass ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles kommentiere. Oh, ich fand's cool. Also ich fand's mega witzig. Bisschen provozieren hier. Damit es interessanter wird. Die große Frage war ja, wer hat den besten Sound? Und wir hatten sogar einen aus Passau da. Grüße gehen raus an dich. Mit einer Z300, mit der verbinde ich zwar nicht so viel Positives, aber es war mega witzig. Es war mega witzig, dass der mit der Z300 da war, weil von Passau runter, das sind schon ein paar Kilometer nach Linz oder so. Und wir fahren jetzt noch eine kleine Runde Richtung Altenberg rauf und schauen halt, was so geht. Es ist eine Z300 am Start, es ist eine Yamaha 125 dabei, eine Yamaha YZF R125, eine Z57 ist dabei und ein paar andere Sachen sind auch noch dabei. Mal schauen, ich weiß noch gar nicht, was noch dabei ist. Eine Honda, ich weiß den Namen nicht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist das allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe und irgendwie ist das cool, wenn du so komplett random Leute triffst, die du nicht kennst, die von irgendwo sind, die ganz andere Interessen auch was haben und trotzdem findet man irgendwie einen gemeinsamen Konsens.